leicht, aber robust. Für Biker, die mehr Federweg wollen, dabei aber nicht auf effizientes Pedalieren und gute Klettereigenschaften verzichten. So beschreibt Coarse Air das Marquis. Ob diese Beschreibung tatsächlich stimmt, seht ihr jetzt. Coarse Air. Die Bikes der Ende 2006 in den USA gegründeten Firma sind hierzulande noch eher seltener zu sehen. Wenn, dann fallen gerade die Fullies durch ihr außergewöhnliches Rahmendesign auf. Downhill, Slopestyle, Freeride und All-Mountain sind die von den Coarse Air Fullies abgedeckten Einsatzbereiche. Unser Testrad, das Marquis, ist das All-Mountain-Modell. Es bietet im Heck 130 mm Federweg. Markant ist die über zwei Umlenkhebel angelenkte Eingelenkschwinge, die von einem Mazzocchi Rocco Air im Zaum gehalten wird. Die gesamte Konstruktion ist eng ums Innenlager gruppiert, sodass der Schwerpunkt des Bikes sehr tief liegt. Das sorgt für feines Handling. Eine Umlenkrolle in der Schwinge soll den Pedalrückschlag möglichst eliminieren und das gelingt auch ganz gut. Deutschlandvertrieb Cosmic Sports bietet das Marquis als Rahmenkit inklusive Dämpfer für 1.799 Euro an und überlässt es dem Kunden, das Bike selbst zu komplettieren. Damit trägt man der Variabilität des Rahmens Rechnung. Einen Vorschlag zur Komplettierung macht man allerdings mit dem angebotenen Build-Kit. Unser Testbike ist mit feinen Parts komplettiert. SRAM X0 und Hammerschmied. Formula R1 Bremsen mit 180 mm Scheibe vorne und 160er hinten. Crank Brothers Jodine Laufräder. Crank Brothers Julin Vario Stütze. Und Mazzocchi 55 Gabel mit 20 mm Steckachse und 160 mm Federweg. Die Gabel läuft in einem optional zu habenden Spezialsteuersatz, mit dem der Lenkwinkel um 3 Grad verstellt werden kann. Mit 15,8 Kilogramm ist das Bike nicht gerade ein Leichtgewicht, aber der Rahmen ist fein gemacht und bietet jede Menge Reserven auch für den rücksichtslosen Einsatz. Dank des gelungenen Hinterbaus klettert das Marquis sehr gut und lässt sich auch im Flachen mit Spaß durch den Trail bewegen. Gerade und auch in Abfahrten gefällt das Fahrwerk, das gefühlt mehr Federweg im Heck bietet als die nominellen 130 mm, wobei der Dämpfer sorgfältig abgestimmt werden muss. Ein echtes Spaßbike mit gelungener Kinematik und vielen guten Details.